Dunsthüllengipfel, wir sind endlich oben. Wir sind jetzt ganz nach oben gestiegen. Dieser Ort, er fühlt sich irgendwie seltsam an. Es liegt eine Spannung in der Luft. Meine Haut kribbelt, überall. Es fühlt sich an, als würde mich etwas erdrücken. Irgendeine schreckliche Gefahr. Ah, das ist das Geräusch von vorhin. Genau, wie ich mir gedacht habe, es war ein lautes Brüllen. Irgendetwas kommt auf uns zu. Seht mal her. Ist sie das? Die Statue von Grodon? Oh, aber es ist niemand hier. Bist du dir sicher, dass du den Gildenmeister gesehen hast, Krebskopf? Sicher bin ich sicher. Ich habe ihn gesehen, als ich auf dem Weg zurück zur Basislager war. Der Gildenmeister hetzte der Jagd nach einem perfekten Apfel vorbei. Ich habe gerade gerufen und gewinkt, aber er war anscheinend zu abgelenkt und hat nicht reagiert. Aber ich würde sagen, dass das Team von Kilian vorgegangen ist. Bestimmt ist der Gildenmeister ihnen nachgegangen. Glaubt ihr nicht auch? Hm? Der Boden. Zum Kuckuck, er bebt. Was? Was ist das bloß? Was für ein Lärm! Ist das vielleicht? Irgendetwas geht da oben vor. Laufen wir hoch, schnell. Hm? Hey Papa, hast du das da drüben gehört? So ein Ächzen und Stöhnen? Oh, das hast du dir nur eingebildet. Beeilen wir uns jetzt. Yep. Au, au, ouch! Ich bin ganz ausgelaugt. Ich kann mich nicht bewegen. Wie ist das passiert? Wie hat Knuddeluff unsere giftige Gas-Spezialkombo so leicht abgeschüttelt? Und wie hat Knuddeluff zurückgeschlagen? Es ist unglaublich. Tja, da hat wohl jemand aufs Maul bekommen, würde ich sagen. Und da kriegt gleich jemand anders auch gleich aufs Maul, wie es aussieht. Was ist das? Es sieht aus wie die Statue. Dieses Pokémon. Es existiert wirklich? Ihr seid gekommen, um diesen Ort zu entweihen. Verschwindet! Aber wir wollen doch nur zum Nebelsee. Was? Zum Nebelsee? Ich bewache den Nebelsee. Ich bin Grodon. Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen, Eindringlinge. Was? Hey, hey, da ist der Eingang. Hier können wir hineingehen. Los, Beeilung! Hey, 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 Plaudergeil. Kann ich dich etwas fragen, während wir weiterlaufen? Plaudergeil, kennst du ein Pokémon namens Grodon? Aber natürlich, für wen hältst du mich? Ich bin immerhin das oberste Denkorgan der Gilde. Klar. Grodon ist ein legendäres Pokémon, von dem in Mythen die Rede ist, die seit Generation weitergegeben werden. Ein legendäres Pokémon? Richtig. In den Mythen heißt es, dass es das Land aus dem Meer gehoben hat und dass es Kontinente gebaut hat. Uiuiui, das hört sich nach einem enormen Pokémon an. Was, wenn man gegen Grodon kämpfen müsste? Was würde dann passieren? Kämpfen? Und völlig unmöglich. Ja, wenn irgendwer dumm genug wäre, Grodon zum Kampf herauszufordern. Tja, dazu müsste man lebensmüde sein. Es ist unglaublich stark. Wie alle legendären Pokémon. Das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben. Macht euch auf meinen Zorn gefasst. Oh, Bosskampf. Von allen Bosskämpfen auch mein Lieblingsbosskampf, weil ich hier meinen
übelsten Typ-Nachteil habe. Okay. Ich mach erstmal den hier. Und ich stack jetzt erstmal ein bisschen Doppelteam hoch. Und ja, ich habe ihn gleich paralysiert, das ist doch sehr schön. Solange er paralysiert ist, kann man draufhauen. Oh, er boostet sich, das ist nicht gut. Aber wir haben ihn ja wieder paralysiert, das ist gut. Solange er nicht zurückkommen kann. Okay, mit normalen Angriffen macht er ganz fast gar nichts. Okay, Fliegi hat ihn besiegt. Sehr schön. War ja irgendwie einfach. Wir haben es geschafft. Wir haben Groudon besiegt. Aber ist das wirklich? Ah! Hä? Groudon ist weg? Das war nicht Groudon. Groudon war nichts weiter als eine Illusion, die ich heraufbeschworen habe. Wer hat das gesagt? Wie ich bereits sagte, bewache ich diesen Ort. Und ich kann euch nicht durchlassen. Warte bitte, wir haben nicht die Absicht, Ärger zu machen. Wir wollen nur Informationen. Information, sagt ihr? Ja, das ist die reine Wahrheit. Naja, zugegeben sind wir ein Erkundungsteam und nach all den Anstrengungen würden wir gerne einen Schatz mitnehmen. Aber wir gehen auch ohne, wenn du damit ein Problem hast. Wir sind auch zufrieden, damit so weit gekommen zu sein. Bitte, bitte glaube uns. Nun, okay, ich glaube euch. Hallo Selfe. Dann lasst mich euch willkommen heißen. Ich bin Selfe, der Wächter des Nebelsees. Was? Sagtest du Selfe? Ja, das habe ich gesagt. Ich bewache etwas Besonderes. Etwas, das im Nebelsee liegt. Lasst mich euch nun zum Nebelsee bringen. Bitte, hier entlang. Jep, ich möchte mein Abenteuer speichern. Wow, draußen ist es dunkel geworden. Es ist zwar nachts vielleicht nicht so gut zu sehen, aber... Seht her, der Nebelsee. Wow. Das ist unglaublich. Wer würde so hoch hier oben einen so großen See erwarten? Und diese umherschwebenden Volbeat und Illumisee. Wunderschön. Unter diesem Ort quillt unablässig Wasser nach oben. Sein Strom ist so stark, dass es schon vor langer Zeit diesen riesigen See bildete. Nun richtet euren Blick auf die leuchtende Stelle in der Mitte des Sees. Ja, ich sehe sie. Das Leuchten kommt von unten. Dieses grünblaue Strahlen, oder? Geht näher heran und seht genauer hin. Was könnte das sein? Ich komme nicht darauf. Aber es verursacht Herzrasen bei mir. Aber warum? Warum bewegt es mich so? Warum ist mein Puls plötzlich so schnell? Das ist fantastisch. Aber was ist das? Es hat so eine mysteriöse Aura. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Was? Das ist ein Zahnrad der Zeit? Ja, ich bewache das Zahnrad der Zeit. Es ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Vor euch haben schon andere versucht, hierher zu kommen. Aber ich habe die meisten mit meiner Illusion von Groudon verscheucht. Groudon?
Wie hast du das gemacht? Ich erschaffe es mit Hilfe meiner psychischen Fähigkeiten. So in etwa. Ah! Es besteht kein Grund zu erschrecken. Wie gesagt, es ist nur eine Illusion. Was ihr bekämpft habt, war nichts weiter als das. Es hat schon andere gegeben, die meine Illusion von Brock Rowden besiegt haben. Sie haben es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen. Aber es waren Eindringlinge. Also habe ich ihnen das Gedächtnis genommen. Und so habe ich den See geschützt. Das Gedächtnis genommen? Ach ja, richtig. Wir hoffen, dich etwas fragen zu können, Selfe. Das ist mein Partner Kilian. Mein Partner ist jetzt ein Pokémon, war aber früher ein Mensch. Oh, wirklich? Ein Mensch? Ja, aber Kilian hat jede Erinnerung an das Dasein des Mensch verloren. Also fragen wir uns, hast du Kilian schon einmal hier gesehen, Selfe? Und hast du Kilian das Gedächtnis genommen? Ist das passiert? Ist jemals ein Mensch hierher gekommen? Erinnerst du dich, ob etwas geschehen ist, Selfe? Die Antwort lautet, nein. Kein Mensch war jemals hier. Was ihr auch wissen solltet, ich lösche nur Erinnerungen an den Nebelsee. Ich kann keinem Lebewesen das gesamte Gedächtnis nehmen. Ich habe nichts mit dem Gedächtnisverlust deines Partners zu tun. Und auch nichts mit der Verwandlung in ein Pokémon. Den Grund dafür müsst ihr anderswo suchen. Oh, tja, in Ordnung. Anscheinend warst du also doch noch nie hier, Kilian. Wir hatten gehofft, von dir mehr über meinen Partner zu erfahren. Was ist das? Ein Zahnrad der Zeit, ein Zahnrad der Zeit. Tja, zu schade. Wir können kein Zahnrad der Zeit mitnehmen. Knuddelhof? Wow, fantastisch. Und wer mag das sein? Das ist unser Gildenmeister. Hoch erfreut, mein Freund, Freund, Freund. Hoch erfreut, mein Freund, 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 erstaunlich Freund. Seht euch diese umwerfende Aussicht an. Ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind. La-di-la, da-di-la. Puh, endlich sind wir da. Keine Zeit zum Verschnaufen. Wir müssen uns beeilen. Hey, hey. Da drüben ist jemand. Gehen wir. Ah! Sag es schon, es ist Groudon. Friss mich, ich bin nicht sehr schmackhaft. Hallo miteinander, stimmt etwas nicht? Gildenmeister. Oh, kümmert euch nicht darum. Seht euch das mal an. Er sprudelt. Wie schön, wie schön. Hä? Oh, wie er schimmert. Jawohl, ja, das hat was. Ja, der Geysir in dem See bricht. Der Geysir in dem See bricht innen wieder aus. Er sprudelt Wasser nach oben, wie ein Springbrunnen. Das Zahnrad der Zeit strahlt von unten herauf. Und gleichzeitig leuchten zahllose Illumisieren Volbeat auf der Wasserfontäne. In ihrer Harmonie sind sie die Essenz der Schönheit. Der Schatz. Der Schatz, der Anblick des Nebelsees muss der Schatz sein. Siehst du diese Aussicht, Kilian? Es ist doch einfach traumhaft. Es ist schade, nachts, dass wir nichts über deine Vergangenheit herausgefunden haben. Aber ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind. Es freut mich, dass wir einen so schönen Anblick zu sehen bekommen haben. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch froh, dass ich hergekommen bin. Sicher, wir haben nicht herausgefunden, wer ich bin. Einen Moment mal. Selfe sagte, laut Selfe war ich noch nie hier. Aber wenn das wahr ist, woher kannte ich diesen Ort dann? Und das Zahnrad der Zeit. Wenn ich das Zahnrad der Zeit sehe, wieso schlägt mein Puls dann schneller, wenn ich es ansehe? Diese Unruhe, die ich empfinde, was bedeutet das? Entschuldige bitte, dass wir dich gestört haben. Es war fantastisch. Freund, Freund, Freund.
Ich werde eure Erinnerung an diesen Ort nicht auslöschen. Ihr habt mein Vertrauen. Aber ich muss euch bitten, das Geheimnis um diesen Ort zu bewahren. Sicher, vielen Dank. Wir wissen, was wir zu tun haben. Weißt du, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Dieses hier muss in Sicherheit bleiben. Wir werden nie auch nur ein Wort über diesen Ort verlieren. Ich schwöre im Namen der Knuddeluft-Gilde. Bitte haltet dieses Versprechen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Plaudergei, wenn ich bitten darf. Ich fliege schon, Gildenmeister. Pokémon, wir gehen zurück zur Gilde. Hurra! Marsch Richtung Schatzstadt. Die lange und abenteuerliche Expedition der Gilde geht zu Ende. Knuddeluff und die Gildenmitglieder kehren sicher zur Gilde zurück. Für Kilian und die Lehrlinge beginnt erneut die Routine. Das normale Trainingsprogramm ist wieder an der Tagesordnung. In der Gilde kehrt der Alltag ein. Die Wolken, die über dem Nebelsee und überall um ihn herum hingen, sind verschwunden. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von Kilian wird belohnt. Sein Schatzbeutel wurde vergrößert. Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Sehr schön. Augenblick, da ist noch eine Nachricht. Die Bonusepisode Wundersamer Fluffelhof wurde freigeschaltet. Um eine Bonusepisode zu spielen, wähle sie in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du eine Bonusepisode spielen möchtest, speichere deinen Spielstand und kehre zum Hauptmenü zurück. Und ja, ich möchte mein Abenteuer speichern. Kapitel 10 Zwirfenst. Am nächsten Morgen. Raus aus den Betten! Es ist morgen! So wurden wir schon lange nicht mehr geweckt. So, wir sind wieder zurück in der Gilde. Yay. Und wir haben eine neue Bonus-Episode, die wir anspielen können. Ich mache jetzt aber erstmal eine Aufnahmepause. Ich mache das mal anders, aber das nächste Mal geht's dann weiter bei Wundersamer Fluffelhof. Haben ja hier jetzt die zweite Bonus-Episode zur Verfügung. Freue ich mich drauf, die ist nicht ganz so schwer wie die erste. Aber das Ende von der zweiten Bonus-Episode ist auch der erste Moment in diesem Spiel, an dem mir wieder die Tränen kommen werden. Yay, freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Eine Runde heulen. Aber gut, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Habe ja jetzt eh nur zwei Folgen aufgenommen. Aber das reicht erstmal wieder. Ich habe sowieso noch sehr, sehr lange Puffer. Damit ihr ein Bild habt, gestern ist gerade mal Folge 5. Ja, Folge 5 ist gestern online gekommen. Ich habe also jetzt noch ungefähr 20 Folgen Puffer. Ja, reicht für die nächsten 20 Wochen. Also, ich bin dann mal erstmal wieder weg. Wir sehen uns.